Äste soll man feiern, wie sie fallen. Und heute, am 8. Juli, vor genau 200 Jahren, wurde die Region Rheinhessen urkundlich gegründet. Die Landeshauptstadt Mainz und Rheinhessen laden zum Bürgerfest und wir zum Bürgertest. Wir fangen mal an mit einer leichten Frage. Was wird denn heute hier gefeiert? 200 Jahre Rheinhessen. 200 Jahre Rheinhessen. 200 Jahre Rheinhessen. 200-jährige Jubiläum von Rheinhessen. 200 Jahre Rheinhessen oder Rheinland-Pfalz. Ne? Nein, Rheinhessen. Rheinhessen, okay. Welche Gebiete umfasst denn Rheinhessen? Ja, Rheinhessen geht quasi von Worms bis Mainz. Linksrheinisch? Ja, die linke Seite. Ja, die linke Seite zwischen Worms, Bad Kreuznach und Bingen-Mainz. Rheinhessen ist ja das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Was schätzen Sie denn, wie viele Fußballfelder passen da rein? Ach du meine Güte. Das muss eine Menge sein. 200. 860? 10.000. 50.000. 300.000. 28.000. 337. Fast richtig, es sind über 37.000. Was feiern Sie denn am liebsten? Alle Feste in Mainz. Karneval. Das Johannisfest. Den Weinmarkt im September hier. Denn so Weinfeste sind immer gerne dabei. Alle Feste, die irgendwie mit Wein zu tun haben. Die Weinfeste, ganz einfach, weil wir gehören zu Rheinhessen und zu Mainz. Ich bin überrascht, fast alle Antworten waren richtig. Der Rheinhessen-Wein scheint nicht nur gut zu schmecken, sondern auch klug zu machen.